1990 ist dann das erste Gesetz über die Sicherung und Nutzung der personenbezogenen Daten des ehemaligen MFS verabschiedet worden. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie daran zurückdenken? Da empfinde ich Stolz und auch Dankbarkeit, dass es mir gelungen ist, die unterschiedlichen Fraktionen zu versammeln unter einem aufklärerischen Programm. Für mich war, ich bin ein älterer Deutscher, ich habe die Debatten der Bundesrepublik, auch der frühen Bundesrepublik, der mittelalten Bundesrepublik, alle im Kopf. Ich weiß, warum die 68er so erfolgreich wurden. Und einer ihrer Erfolge bestand darin, dass sie die Erwachsenengesellschaft konfrontiert haben mit langem Schweigen, frühen Lügen, einem Wegducken vor der Last der Geschichte und ihrer Schlussstrich-Mentalität. Ich wusste, dass Schlussstrich kein gutes Programm ist, weder moralisch, weil es die Falschen begünstigt, noch politisch und weil es Aufbrüche behindert und auch rechtlich übrigens nicht. Und aus diesem Wissen, dass wir die Lösungsvariante der frühen Bundesrepublik unter Adenauer, Augen zu und durch, Schlussgesetzgebung, Wiederinstallierung der alten Nazi-Eliten in den öffentlichen Dienst. Und ich habe in der Volkskammer 1990 mit meinen Abgeordneten darüber gesprochen, wollt ihr dieses Modell? Und es war ganz klar, die Deutschen hatten diese Verwerfung des Schlussstrichgedankens in der Post-68er-Ära im Kopf, auch die Ostdeutschen. In Polen war das anders. Polen konnte völlig naiv von einer Politik des Schlussstrichs sprechen. Und der verehrungswürdige Masowiecki zum Beispiel, ganz klar, Gruber Kreska, ist die angesagte Methode, ein dicker Schlussstrich. Und ja, das ging dort. Also es schien zu gehen. Es hat überhaupt nicht funktioniert in Polen. Die sind völlig auf eine andere Schiene gekommen, aber erst Jahre später. Und für uns war es klar, die Parteien versammelten sich unter diesem aufklärerischen Motto. Und der Wille der ostdeutschen Parlamentarier war so stark, Aufklärung zu betreiben und die Akten zu öffnen, dass auch der Widerspruch der westdeutschen Regierung, übrigens auch der ostdeutschen Regierung, gegen dieses Öffnungsprogramm einfach politisch keinerlei Erfolg haben konnte. Es war undenkbar, dass sich westdeutsche Mehrheiten gegen den erklärten Willen aller ostdeutschen Parlamentarier durchzusetzen vermochten. Das war überhaupt nicht vorstellbar und Wolfgang Schäuble war der Erste, der das dann auch sofort erkannt hat. Und dann ging eben im Vereinigten Deutschland die Gesetzgebung auch in die Richtung dieses Gesetzes der Volkskammer vom Sommer 1990, offene Akten für die historische, politische und juristische Aufarbeitung. Das war nun weltweit neu und ich denke, dass das meine wichtigste politische Tat war.